Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Nürnberg. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute reden wir über die Top 4 Pokémon Mystery Dungeon Spiele. Was heißt, ich werde sämtliche Pokémon Mystery Dungeon Spiele, die jegliche Relevanz haben, der japanische WiiWare Teil zählt nicht, in eine Reihenfolge gliedern. Zunächst werde ich kurz ein Schaubild einblenden für euch, was ich so herausgefunden habe durch Rumfragen, wie für den Durchschnittsspieler der Pokémon Mystery Dungeon Reihe die Reihenfolge vom schlechtesten bis zum besten Spiel aussieht. Wie wir hier sehen, haben wir auf dem vierten Platz Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit, auf dem dritten Platz Super Mystery Dungeon, wobei ich sagen muss, dass das wirklich sehr unterschiedlich kam, dass zwischen Platz 3 und 2, was Team Rot, Team Blau ist, sehr oft geschwankt wurde. Die beiden waren sehr nah aneinander und eigentlich immer auf dem ersten Platz. Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel, natürlich auch Zeit und Dunkelheit. Jetzt werde ich unter verschiedene Themen aufgeteilt. Erst einmal jedes Mystery Dungeon Game analysieren, somit feststellen, welches von ihnen tatsächlich objektiv vermutlich das Beste ist. Und danach werde ich eine persönliche Rangliste erstellen, in der neben das, was ich jetzt sage, noch eben mein eigener Spielspaß, was ich für Erfahrungen mit den Spielen hatte, hineinkommt. Legen wir los mit dem ersten Bereich. Der erste Bereich, über den ich reden möchte, ist das Gameplay. Das Gameplay ist natürlich grundsätzlich in der Pokémon Mystery Dungeon Reihe gleich. Da kann man nichts sagen. Es ist in jedem Teil gleich. Aber natürlich gab es immer wieder Änderungen und auch neue Elemente im Gameplay über die verschiedenen Spiele hinweg. Über Team Rot und Team Blau lässt sich hierbei nicht viel sagen. Es war der erste Teil der Reihe und hat eben das Prinzip mit dem Dungeon Crawling erstmal angefangen. Dabei wurden auch solche Dinge wie Monsterräume oder Fallen erfunden. In Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel wurde das Gameplay an sich dann noch nicht sehr ausgebaut, muss man ehrlich sagen. Ein paar Sachen wurden aber natürlich auch noch modifiziert in diesen Teilen der Reihe. So war es unter anderem etwas einfacher, sich ein gutes Team aufzubauen, da Pokémon, die man rekrutiert hatte und die anschließend besiegt wurden, das Team nicht verlassen hatten. Oder, was auch zum Beispiel neu war, dass es keine Partnerareale mehr gab, die man sich zunächst kaufen musste, um seine Teamkollegen dort unterzubringen. Im Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit kamen dann einige neue Items hinzu, vor allem im Bereich der Orbs wurde hierbei einiges Neues hinzugefügt und verschiedenste neue Sachen somit erschaffen. Teilweise, muss man aber sagen, noch nicht wirklich gut balanciert, da Items wie der Allkraft-Orb oder der Allflucht-Orb sehr, sehr stark waren. Es wurden ebenfalls in der Bonus-Story, in der After-Story, das Gameplay-Element des Mysteriums neu eingefügt, durch das je nach Grad des Mysterium eines Dungeons zufällige Events passieren können. Zum Beispiel, dass auf einer Ebene alle Gegner schlafen, aber sie stärker sind, wenn sie aufwachen. Oder dass es auf einer Ebene gar keine Räume gibt. Zudem wurde auch in den Dungeons teilweise dreidimensionale Ebenen passt nicht,
Ebenen, auf denen man sich frei bewegen kann und auf denen keine zufällig platzierte Treppe versteckt ist, hinzugefügt, womit dieses Spiel viele neue Elemente bot. Was auch hinzugefügt wurde, war die Technik der Teamattacke, die man einsetzen kann, wenn man genug gekämpft hat und Teammitglieder dabei hat. Pokémon Super Mystery Dungeon hat dann eine völlig neue Art von Items eingefügt, die Zweige, die aber an sich sehr ähnlich funktionieren, wie zum Beispiel Samen. Man kann sie schwingen oder werfen. Nein, man kann sie nicht werfen. Man kann sie schwingen und ihre Wirkung trifft dann auf einer geraden Linie alles. Ehrlich gesagt geht es so weit, bis sich etwas in den Weg stellt. Sorry. Dabei kann man ganz neue Effekte nutzen. Zum Beispiel, was ich persönlich sehr häufig genutzt habe, war ein Zweig, dessen Name mir gerade nicht einfällt, durch den man an einen Gegenstand, der getroffen wird, hinteleportiert wurde. Zudem wurden die Mega-Entwicklungen eingefügt, zu denen ich aber wirklich sagen muss, dass sie eine sehr geringe und nicht sinnvolle Rolle in dem Spiel bekommen haben. Entwickeln konnten sich die Pokémon in Super Mystery Dungeon jedoch auch, obwohl dazu kommen wir später. Damit sind wir mit dem Gameplay durch. Dabei kann man jetzt ein kurzes Fazit ziehen. Im ersten Spiel, Team Rot und Blau, konnte es nun mal nicht wirklich viel geben, da es der erste Teil war. Wirklich viel verändert wurde dann nicht, bis zu Team Himmel. Portale in die Unendlichkeit hat dann wirklich vieles anders gemacht und sich viel Neues getraut. Und Super Mystery Dungeon hat dann nochmal ein bisschen etwas auf das Spielprinzip draufgelegt. Wobei man aber auch sagen muss, dass manche Dinge, die anscheinend den Entwicklern selber nicht gefallen haben, wieder entfernt wurden, die in Portale in die Unendlichkeit dazukamen. Insgesamt, aufgrund der Menge der Neuerungen, würde ich jetzt einfach für die Insgesamtwertung, die ich neutral machen will, dem letzten Platz 0 Punkte, dem dritten 1, dem zweiten 2 und dem ersten Platz 3 Punkte geben. In diesem Bereich ist es natürlich etwas unfair, aber es gibt eigentlich keine wirklich andere Wahl, als auf den letzten Platz Team Rot zu setzen. Ich nehme jetzt einfach Team Rot, auch wenn es natürlich auch Blau gibt. Und damit in der ersten Kategorie der schlechteste Teil der Reihe zu sein. An zweiter Stelle ist dann Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel, was auch nicht viele Neuigkeiten mit sich gebracht hat. Der zweitbeste Teil, was Gameplay angeht, war von den Neuerungen her Super Mystery Dungeon, was eben einige neue Dinge gebracht hat, aber nicht so viele, wie Portale in die Unendlichkeit es getan hatte. Somit sieht man gleich in diesem Bereich große Unterschiede zu dem, was die Community insgesamt sagt. Also ist das Gameplay nicht der Grund, warum die Spiele so beliebt sind? Ehrlich gesagt, nein, sind sie nicht. Das war jetzt gerade zwar eine rhetorische Frage, aber natürlich sind sie das nicht. Ein Grund, warum die Spiele bei ihren Fans beliebt sind, ist der zweite Punkt. Der zweite Punkt dieser Liste ist der Soundtrack der Reihe. Jedes Spiel hat absolut gute Tracks mit großem Ohrwurmfaktor und wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und einfach, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Wer den Mystery Dungeon Soundtrack nicht kennt, böse. Hierbei gehen wir jetzt kurz noch einmal von vorne bis hinten durch.
Wir beginnen bei Team Rot-Blau. Der Soundtrack von Pokémon Mystery Dungeon Team Rot-Blau. Ich kann natürlich in zum Beispiel solchen Bereichen, muss natürlich auch meine subjektive Meinung mit einfließen, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass vor allem im Vergleich zu den anderen Teilen es wenige wirklich gute Tracks, die einem lange im Ohr bleiben, gab. Eigentlich fallen mir außer Runaway, Sky Tower und Farewell überhaupt keine Musikstücke ein, die mir irgendwie etwas sagen würden, weil ich sie besonders finde oder weil sie so gut waren. Deswegen ist die Musik auch für mich kein großer Punkt in Team Rot. Kommen wir zu Team Himmel. Also, der Soundtrack von Team Himmel ist für mich wohl der beste Videospiel-Soundtrack aller Zeiten. Ich glaube nicht, dass er jemals wieder getoppt wird. Es gibt so, so viele, so geile Tracks. Through the Sea of Time, Don't Ever Forget, Dialga's Fight to the Finish, Farther Away, das Ending-Theme, Die Gilde, Schatzstadt, Temporal Tower. Einfach, es gibt viel zu viele geile Soundtracks in dem Spiel, kann man wirklich sagen. Der Soundtrack von Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel braucht wirklich keine genauere Ausführung. Wenn man ihn kennt, weiß man, wovon ich rede. Pokémon Mystery Dungeon, Portale in die Unendlichkeit. Am Anfang, ich habe das Spiel frisch erst durchgespielt, muss ich sagen. Als den letzten Teil, den ich durchgespielt habe, der Reihe. Und ich muss sagen, ich habe wirklich nicht mit viel gerechnet, was den Soundtrack angeht, wurde aber von einigen Dingen positiv überrascht. Ich hatte letztendlich mit einem schlechteren Soundtrack gerechnet, aber es gab schon einige Tracks, die mir sehr gut gefallen haben und die mir im Ohr geblieben sind. Wobei es auch hier vor allem wieder, wie bei allen anderen Teilen der Reihe, in die Tracks geht, die am Ende spielen, in Richtung Finale, wenn nicht gar Ending. Der letzte Teil hierbei ist Super Mystery Dungeon. Das Spiel hat auch einen sehr schönen Soundtrack, der eine gute Atmosphäre aufbaut, mit einigen guten Tracks und dem Endboss-Theme der zweiten Phase vielleicht einem der besten Tracks der gesamten Reihe. Doch hierbei muss ich auch wieder sagen, es gibt wirklich viele schöne Tracks, doch es kommt jetzt nicht an Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel ran. Der Soundtrack ist schön, aber nicht perfekt. Somit, um in den zweiten Bereich auszukommen. Dieser Satz ergibt keinen Sinn, ich wusste einfach nicht, was ich sagen soll. Den schlechtesten Soundtrack der Reihe hat Pokémon Mystery Dungeon Team Rot, was somit schon wieder auf dem letzten Platz landet. Auch wenn ich ehrlich gesagt, es ist falsch ausgedrückt, nicht den schlechtesten Soundtrack, sondern den am wenigsten guten Soundtrack der Reihe. Den Platz 2 dieses Mal belegt Portale in die Unendlichkeit. Pokémon Super Mystery Dungeon belegt den zweiten Platz, habe ich gerade das bei Portale schon gesagt. Und Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel mit einem der besten Soundtracks aller Zeiten, den ersten Platz. Aber jetzt kommen wir zum nächsten und vermutlich wichtigsten Punkt. Der Grund, warum jeder die Pokémon Mystery Dungeon Reihe liebt, der sie schon einmal gespielt hat, ist die Story. Seien wir alle ehrlich, wer spielt Pokémon Mystery Dungeon wirklich nur wegen des Gameplays und nicht wegen der jedes Mal aufs Neue atemberaubend genialen Story? Und hierbei habe ich ein bisschen mehr
zu den einzelnen Spielen zu sagen. Denn wichtig ist zum Beispiel, wir beginnen jetzt einfach wieder bei Team Rot. Ich habe mir drei wichtige Punkte aufgeschrieben, auf die ich die Storys analysieren will. Die Story von Pokémon Mystery Dungeon Team Rot und Team Blau. Auf jeden Fall, eigentlich ist es von vornherein klar. Ach komm, ich werde das am Anfang eingeblendet haben, dass es Spoilerwarnung gilt. Wenn nicht, dann bin ich blöd, dann schlagt mich in den Kommentaren. Und zwar, die größten Plot-Twists des Spiels sind wohl die Stellen, an denen man selber aus der Stadt flüchten muss und sämtliche Pokémon, die vorher als Freunde schienen, ein Jahr, weil Gengar sie davon überzeugt, dass man selber der Grund für die Naturkatastrophen ist. Das ist wohl der größte Plot-Twist. Hierbei reist man dann zusammen mit seinem Partner durch die Gegend, bekämpft dabei zum Beispiel die drei legendären Vögel und erfährt am Ende die Wahrheit über die Vulnona-Legende. Oder zumindest erfährt man, dass man selber nicht derjenige ist, der in der Vulnona-Legende da als böser Mensch dargestellt wird. Schließlich stellt sich, nachdem man die Groudon für die Naturkatastrophen verantwortlich macht und ihn besiegt, heraus, dass ein Meteoroid, der auf die Erde fällt, Grund für alles ist, was geschieht. So tritt man die Reise zum Himmelsturm an, um Rayquaza darum zu bitten, den Meteoroiden zu zerstören. Hierbei muss man jetzt wirklich mit einberechnen, dass der Teil der Reihe der erste ist. Die Charaktere, die vorkommen, sind an sich sehr sympathisch gemacht, finde ich. Gengar ist wahrscheinlich so mein Lieblingsanführer der bösen Teams aus sämtlichen Pokémon Mystery Dungeon Teilen. Alleine wegen seiner tollen Lache. Warum habe ich die jetzt gemacht? Was mich sehr gestört hat, was ich jetzt unter den Punkt Story mit eingebaut habe. Der Partner, den man in Team Rot und Blau hat, ist sowas von nervig. Oh Gott, wenn ich an diesen Partner denke, den man da hat, krieg ich Krämpfe. An sich ist es wirklich eine sehr, sehr schöne Story mit coolen Plot-Twists. Aber dieser Partner macht das Ganze für mich schon fast kaputt. Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, beginnen wir von Anfang an. Ich habe das Ganze tatsächlich schon mal gemacht, als ich einem Klassenkameraden, Pingo Magic, der das Spiel nicht kannte, die Story von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel erklärt habe und anschließend die von meiner Geschichte Pokémon Mystery Dungeon Walrus Edition 1, weil der zweite Teil noch nicht draußen war. Dann beginnen wir ganz von vorne. Letztes Mal hat es in einer 16-minütigen WhatsApp-Sprachnachricht geendet. Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Man hört am Anfang zwei Stimmen in einem Dialog und wacht selber an einem Strand auf, wo man seinen Partner trifft. Der Partner in diesem Spiel, ein deutlich freundlicheres Pokémon und wirklich nicht mehr nervig, anders als im ersten Teil der Reihe. Man tritt zusammen der Gilde bei und erlebt dort einige Abenteuer und kämpft gegen merkwürdige Typen. Hierbei findet man zum Beispiel heraus, dass man selber, der Hauptcharakter, den sogenannten dimensionalen Schrei als Fähigkeit besitzt, durch welchen er in manchen Situationen die Zukunft oder die Vergangenheit eines Gegenstandes in einer Vision sehen kann. Als dann die Zahnräder der Zeit geklaut werden und somit die Zeit außer Kontrolle gerät, versucht man zusammen mit Zwirfinst, dem großen Erkunder, den Deep Reptane zu schnappen. Schließlich beim letzten Zahnrad der Zeit gelingt es ein, und als Reptane
und Zwirfinst in die Zukunft reisen wollen, aus der sie ursprünglich stammen, was man vorher bereits erfahren hat. Reist Zwirfinst, die beiden Hauptcharaktere, einen selber und den Partner, einfach mit und sperrt einen ein. Hierbei stellt sich heraus, dass die ganze Zeit Reptane, der die Zahnräder der Zeit gestohlen hat, eigentlich der Gute in der Geschichte war und Zwirfinst die Rettung der Zeit verhindern wollte und auch Günther in meinem Fall, also den Protagonist, sorry, ich bin es einfach zu gewohnt, Günther zu sagen, loswerden will. Denn wie sich herausstellt, man war vorher ein Mensch und nicht nur ein Mensch, sondern der Partner von Reptane, der ihm helfen wollte, die Zahnräder der Zeit zu sammeln und zum Zeitturm zu bringen, damit dieser nicht zusammenbricht und die Zeit gerettet werden kann und die dunkle Zukunft nie entsteht, in der Reptane lebt. So flieht man, sammelt die Zahnräder der Zeit, dieses Mal mit Unterstützung von allen Pokémon, und macht sich auf dem Weg ins verlorene Land, wo der Zeitturm wartet. Als man dies schließlich durchquert hat, wartet am Ende Zwirfinst auf einen, der einem einen Bosskampf liefert. Reptane opfert sich schließlich und nimmt Zwirfinst mit in die Zukunft und überlässt den beiden Hauptcharakteren die Zahnräder der Zeit, um die Prüfung abzuschließen. Als man schließlich den letzten Dungeon bestreitet, trifft man auf der Spitze auf Schattendialga, der bereits von der Zerstörung der Zeit beeinflusst wurde, und hat einen spannenden Endbosskampf, bevor man sich schließlich von seinem Partner verabschieden muss. Da man selber als Mensch aus der Zukunft kommt und alle Wesen der Zukunft verschwinden, da die Zukunft verändert wurde und somit nie existiert hat. So vergehen erst einmal viele Monate laut Story für den Spieler, ein paar Spielminuten, und das Ending geht weiter. Man wird wieder mit seinem Partner verbündet, da Dialga einem diesen Wunsch erfüllt. Und die Story ist beendet. Ne? Schön wär's. Das war's aber immer noch nicht. Denn nun beginnt die Bonus-Story, in der man zunächst seinen Abschluss in der Gilde macht, in der man mit seinem Partner Mitglied geworden ist. Ich muss echt überlegen, was in der Bonus-Story alles war. Als nächstes müsste die Stelle kommen, in der man im Ringmeer ein Pokémon-Ei findet und es mitnimmt. Es schlüpft ein Manaphy raus, das nun die beiden Protagonisten als Eltern ansieht. Somit muss man in der Story erst einmal die nächste Zeit sich um dieses Manaphy kümmern, bevor es gehen muss. Dann taucht in den Träumen von den beiden Hauptfiguren Cresselia auf und erzählt ihnen, dass sie schuld daran sind, dass die Zeit doch noch nicht gerettet ist, sondern dass eine wahre Epidemie ausbricht. Alle Pokémon schlafen ein und verfallen in Albträume. Als dann auch noch Palkia auftaucht, der Wächter von Raum und Zeit, der ebenfalls gehört hatte, dass die beiden schuld sein sollen, durch Cresselia nach einer Reise in den Albtraum von Meryl, Azumarill, was auch immer, auftaucht und er einen zur Raumspalte bringt. Dort muss man gegen ihn kämpfen. Und es stellt sich letztendlich heraus, dass Cresselia, die ganze Zeit diese Information verbreitet hat, gar nicht die echte Cresselia ist, sondern Darkrai, derjenige, der wirklich schuld daran ist. Und wie man schließlich erfährt, auch an den Problemen des Zeitturms. So schließt man sich mit der echten Cresselia zusammen, um Darkrai letztendlich zu besiegen. Fuck, war das lang! Ihr kennt die Story jetzt. Sie hat, wie ihr gehört habt, viele Plot-Twists. Die Gildenmitglieder sind alles super Charaktere.
Reptane auch richtig gut gemacht. Zwirfins, ein super Antagonist, auch wenn ich sagen musste, dass allein durch die Wahl des Pokémons als Zwirfins so ein Plot-Twist für mich relativ offensichtlich war. Bei den nächsten beiden Spielen werde ich mich etwas kürzer halten und nur die wichtigsten Szenen benennen. Die wichtigsten Szenen aus Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Vermutlich ist das Wichtigste zunächst einmal, dass man das Paradies gründet, in dem man allen Pokémon helfen will, eben eine bessere Welt erschaffen will, zusammen mit dem eigenen Partner-Pokémon, während man jedoch regelmäßig Träume hat, in denen ein Pokémon versucht, zu einem zu sprechen. Weitere wichtige Punkte sind dann vermutlich der Punkt, als sich herausstellt, dass das Pokémon, das einen die ganze Zeit in seinen Träumen erreicht, als man es zum ersten Mal trifft und es sich als einer der Verräter herausstellt, einer, der der auf der bösen Seite steht und schließlich man von demjenigen, der man eigentlich dachte, dass er Antagonist ist, Trikephalo, gerettet wird. Ich habe mir zwar, weil ich die Mystery Dungeon-Reihe schon sehr gut kannte, gedacht, dass so etwas passieren könnte, aber vor allem die Wahl des Pokémon, Somniam, als Pokémon, das einen im Traum erreichen will, hatte mir dann eigentlich doch den Gedanken gegeben, dass es dieses Mal vermutlich keinen solchen Plot-Twist gibt. Später stellt sich noch heraus, dass die Welt kurz vor ihrer Zerstörung durch den Kältekern steht, der sich im Eispalast, den man selber schon bereist hatte, befindet. Man hat zu diesem Zeitpunkt bereits viele neue Teammitglieder gefunden, die einem wirklich dankbar sind und die eben einem versuchen zu helfen. Man muss nun gegen Kyurem, der die Zukunft kennt und verhindern will, dass das Schicksal geändert wird, und seine Schergen kämpfen, um den Kältekern irgendwie aufzuhalten, während die Pokémon immer verzweifelter werden durch das, was alles geschieht, was den Kältekern nur weiter stärkt. Insgesamt hat mir wirklich die Story von Portale in die Unendlichkeit sehr, sehr gut gefallen. Es war wirklich eine sehr interessante Story mit coolen Plot-Twists. Und es hat mir ebenfalls gefallen, ausnahmsweise mal kein normales Pokémon als Endboss zu sehen. Das Partner-Pokémon in diesem Spiel war wirklich noch eine Ecke sozialer als im Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Der Partner ist wirklich eines der warmherzigsten Pokémon, das man sich vorstellen kann, der einfach versucht, jedem Pokémon zu helfen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Pokémon Super Mystery Dungeon. Ein Spiel mit einer sehr, sehr langen Story und wirklich vielen großen Plot-Twists. Als sich herausstellt, dass das Pokémon, das einen eigentlich adoptiert hat, weil man ein Kind in dieser Welt ist, bei dem man all die Zeit untergekommen ist, als sich herausstellt, dass er derjenige ist, der die legendären Pokémon versteinert und somit aus dem Weg räumt. Die Erde nähert sich der Sonne, die Sterne geraten aus dem Gleichgewicht. Es taucht Yveltal auf, der eben im Netz der Herrscher des Voids als Pokémon. Sie alle wollen einfach für den Weltuntergang kämpfen, eben dafür, dass die Erde in die Sonne gelangt. Der eigene Partner, wobei ich ehrlich gesagt mal recherchieren müsste, das mache ich jetzt mal nebenbei, ihr werdet gleich wissen, was ich meine. Aber als sich dann herausstellt, dass wieder hinter allen eine höhere Macht steht, die dunkle Materie. Ja,
da dreht sich die Story noch einmal komplett. Niemand kann etwas für die schlechten Taten, die er tut. Nicht einmal Yveltal, was man eigentlich nicht erwartet hätte. Stattdessen wird der Baum des Lebens, der die Welt im Gleichgewicht hält, von dieser dunklen Materie befallen und ist eben am zerstört werden. Man selber hat nur zum Beispiel die Schals, die beide ursprünglich der Partner von einem besessen hatte, aber einen als Freundschaftsschal geschenkt hat. Diese können einfach die Entwicklung auslösen bei denjenigen, die man hat. Ich guck gerade mal wegen. Aha, so rum ist das sogar. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Was das Geschlecht angeht, denn wie ich gerade gesehen habe, ich dachte, man hätte sich selber sein Geschlecht aussuchen können. Aber in Super Mystery Dungeon hat man immer einen männlichen Hauptcharakter und ein weibliches Partner-Pokémon. Dieses Partner-Pokémon, mit dem wächst man wirklich sehr zusammen. Es ist der beste Partner der gesamten Spielereihe. Man gibt wirklich alles zusammen mit ihm, um die Welt vor der Zerstörung zu retten. Als sich schließlich am Ende herausstellt, dass das Partner-Pokémon selbst Mew ist, mit dem man schon vor langer Zeit einmal gegen die dunkle Materie gekämpft hatte. Hier gibt es als Charaktere die Bewohner von Ruhenau, die Klassenkameraden, die man in der Schule hat, die Mitglieder des Retterteams. Alles wirklich auch wieder mega gute Charaktere. Und man hat wirklich eine super Atmosphäre in dem Spiel. Ein Teil, den ich in der Story bisher immer sehr kurz gelassen habe, bei allen Bereichen, wollte ich noch einmal extra machen. Das Ending. Das Ending ist wohl der Knackpunkt eines jeden Pokémon Mystery Dungeons. In Pokémon Mystery Dungeon Team Rot, weil man immer Abschied von seinem Partner nehmen muss. In Team Rot und Team Blau nimmt man Abschied, aber kehrt eigentlich ungefähr 5 Minuten später wieder zurück. Die Musik ist wirklich gut, aber mir fällt es wirklich, da man eben 5 Minuten später wieder da ist, schwer, dieses Ending wirklich ernst zu nehmen, und es gibt mir nicht die Feelings der anderen Endings. Team Himmel war mein erstes Mystery Dungeon, somit verbinde ich damit sehr viel, und auch beim ersten Mal hätte ich nie mit so einem Ende gerechnet. Deswegen war es für mich wirklich verdammt traurig. Die Musik! Digga! Die Musik! Dort dauert es dann ein bisschen länger, bis man wieder mit seinem Partner zusammengeführt wird. Portale in die Unendlichkeit. Ich muss wirklich sagen, ich hatte damit gerechnet, inzwischen nach so viel Mystery Dungeon abgehärtet zu sein gegen die Endings. Aber als ich schließlich erst letztes Wochenende dorthin kam, aha, das war diese Feelings, Alter. Die Musik, man muss abreisen. Vor allem der Unterschied zu den Teilen davor. Man hat das Bewusstsein, dass all seine Freunde, die man sich auf dieser langen Reise gemacht hat,
einen schlicht und ergreifend vergessen werden, sobald man verschwunden ist. Und das tut einem schon wirklich sehr weh, muss ich sagen, so einen Abschied zu nehmen. In Super Mystery Dungeon kam dann die große Überraschung beim Ending. Nicht man selber verschwindet aus der Welt der Pokémon, sondern der Partner. Was es auch wieder zu einer extrem krassen Situation gemacht hat. Um die Story nun zusammenzufassen, haben wir wirklich schwer zu sagen. Aber ich muss sagen, es klingt wirklich sehr parteiisch, muss ich sagen. Aber auf dem letzten Platz ist wieder Team Rot-Blau. Auf dem dritten Platz, was die Story angeht. Alle Storys der drei Teile sind sowas von übertrieben, mega geil. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht zwischen ihnen entscheiden. Ich gebe ihnen allen den ersten Platz in dieser Kategorie. Und damit sehe ich gerade, sind wir bei einem sehr interessanten Ergebnis. Auf dem letzten Platz haben wir insgesamt Pokémon Mystery Dungeon Team Rot mit 0 Punkten. Ja, dieses Spiel ist nicht gut weggekommen bei dieser Auswertung. Danach haben wir alle drei anderen Teile mit jeweils 7 Punkten. Ja, daraus kann man sich echt reimen, was man will. Aber ich bin der Meinung, jedes Mystery Dungeon ist gut und jeder hat das Recht, sich einen anderen Lieblingsteil auszusuchen. Aber was sehr stark auffällt, ist, wie sehr Portale in die Unendlichkeit im Vergleich zur Community-Wertung des Spiels hervorsticht. Nun kommen wir zu dem wohl interessantesten Bereich für viele hier. Meine eigene Wertung zu sämtlichen Teilen der Reihe. Hierbei wird jetzt wirklich, wie viel Spaß ich beim Spielen hatte, wie sehr ich diese Spiele geliebt habe, ist alles, was hierbei jetzt zählt. Wobei natürlich auch, wenn das Gameplay schlecht ist, macht's nicht so viel Spaß. Wenn der Soundtrack schlecht ist und damit die Atmosphäre, ist es auch schwächer. Aber hiermit kommen wir zu meiner Rangliste. Auf dem vierten Platz. Ja. Ich muss sagen, ich glaube, inzwischen hat sich sowieso jeder dran gewöhnt. Für mich ist nicht Portale in die Unendlichkeit auf dem letzten Platz, wie für viele andere, sondern Pokémon Mystery Dungeon, Team Rot und Blau. Überraschung. Ich muss sagen, ich bin nie mit diesem Teil der Reihe wirklich warm geworden. Ich konnte nie so viel daran finden wie an den anderen Teilen. Heißt natürlich nicht, dass er schlecht ist, aber für mich der am wenigsten gute Teil der Reihe. Auf Platz 3. Ja, ich weiß genau, ihr sitzt jetzt alle vorm Bildschirm und wisst, was ich sagen will. Ihr wisst, dass ich Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit sagen will. Eher gesagt, glaubt ihr es? Das werde ich nämlich nicht sagen. Jetzt verlassen besser alle den Raum, die leicht überreagieren. Auf Platz 3 habe ich Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, der mit Abstand beliebteste Teil der Reihe ist für mich nur auf Platz 3 gelandet. Also versteht mich nicht falsch, ich liebe das Spiel, ich habe das Let's Play auch sehr genossen und mache ja auch ein Reloaded im Moment.
Aber ich muss echt sagen, langsam habe ich das Gefühl, dass es so wie auch ein bisschen ausgelutscht ist. Und ja, für mich ist es einfach letztendlich auf Platz 3 gelandet, auch wenn damit vermutlich niemand gerechnet hat. Und jetzt kommen wir zur nächsten Überraschung. Diese Top-Liste ist wohl das Gegenteil von allem, mit dem ihr gerechnet habt. Platz 1 und 2. Auf Platz 2 haben wir Pokémon Super Mystery Dungeon. Ja, Super Mystery Dungeon. Lange Zeit mein Lieblingsteil der Reihe. Ich habe das Spiel geliebt. Das Partner-Pokémon war so super dargestellt. Ich fand, das hatte auch nochmal wirklich ein anderes Feeling. Allein durch diese erzwungene Geschlechterverteilung. Das hat das Ganze echt nochmal anders rübergebracht. Die Story ist wirklich crazy. Übel gut gemacht. Der Soundtrack ist auch echt toll. Doch letztendlich muss ich sagen, vermutlich ist tatsächlich der Grund, dass auf Platz 1 für mich der unbeliebteste Teil der Mystery Dungeon Reihe steht. Der Grund seid vermutlich ihr da draußen. Denn dadurch, dass Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit so unbeliebt ist, hatte ich wirklich nicht viele Erwartungen, als ich es gespielt habe. Und Junge, diese Erwartungen, die ich eigentlich gefühlt nicht hatte, wurden so sehr übertroffen. Wenn das wie ein Kreis ist und die Erwartungen werden so im Normalfall zwischen 20 und 90% übertroffen, wenn sie überhaupt übertroffen werden, 1720 Grad. Das Spiel war sowas von geil. Viele Soundtracks waren so geil, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren. Zum Beispiel Eispalast, Riesenkristallturm. Das Endboss-Theme gegen den Kältekern. Explosion! Ich habe das Spiel so gefeiert, so gesuchtet. Ich hab's jetzt innerhalb eines Wochenendes halb durchgespielt, weil ich einfach nicht mehr davon losgekommen bin. Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit, das unterschätzteste Spiel auf unserem gesamten Planeten, das beste Spiel der Mystery Dungeon Reihe, vermutlich für mich das beste Spiel aller Zeiten. Hiermit habe ich in einem viel länger als geplant ausfallenden Video nun alles gesagt, was ich sagen wollte und die Mystery Dungeon Reihe ausgewertet. Ich weiß, dass viele von euch wirklich nicht meiner Meinung sein werden, aber schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Bitte mit guten Begründungen. Und wenn ihr findet, dass meine Sachen nicht richtig waren, dann sagt mir warum. Konstruktiv, nicht beleidigend. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Die 100 sind jetzt wirklich kurz davor. Wobei ich auch hier nochmal anmerken muss, die 100 stehen kurz bevor. Und zwar großteils durch die Pokémon Mystery Dungeon Reihe, die mich auch dazu inspiriert hat, meine Fanfiction zu schreiben, die inzwischen wirklich ein Teil meines Lebens ist, den ich kaum noch wegdenken könnte. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Tschüss.